Es geht jetzt los mit Clinical Journal Club für diese Woche. Und das Bild im New England Journal ist das MRT-Bild von einem Menschen mit einem, hat ein Loch im Kopf und ein beträchtliches Loch. Und was ich verstehe von dieser Bildgebung, so gut wie gar nichts. Aber wie dieses Bild gestaltet ist, ist diese Dichte hier ist ähnlich wie in dem anderen Ventrikel hier. Und scheint zu kommunizieren mit den Hirnventrikeln, was auch immer dies ist. Und wir können uns so vorstellen, dass der Mesenterphalon ist ein bisschen hier nach links verschoben. Kann ich mir nicht vorstellen, dass dieses Ding asymptomatisch war. Eine Arnold-Chiari-Malformation ist dies nicht. Das ist eigentlich ein Hirnstammproblem, wo die cerebellaren Tonsillen durch ein Foramen Magnum herniiert sind. Das ist hier nicht der Fall. Ein kavernöses Angiom würde ich mir erwarten, das ist ein Gefäßproblem, dann würde ich erwarten, dass das Inhalt des Gefäßes Blut enthalten würde und vielleicht Thromben oder sowas. Das habe ich auch abgelehnt. Aneurysma ist eine interessante Idee. Ungefähr 2% von zerebralen Aneurysmata sind Riesenaneurysmata. Die können auch sogar so groß sein. Aber ich würde denken, die wären auch mit irgendwelchen Thromben oder irgend sowas gefüllt. So blieb mir nichts anderes übrig als Arachnoidalzyste. Und das habe eigentlich wenig Ahnung, was das ist, habe es auch noch nie gesehen. Aber wie wir hier lesen, Arachnoidalzysten sind Ansammlungen von Liquor innerhalb irgendwelchen Arachnoidzysten innerhalb arachnoidalen Membranen. Werden auch Leptomeningealzysten genannt und die sind natürlich nicht kein maligner Tumor, aber können Symptome auslösen durch Kompression von anderen Strukturen. Das werden wir dann nächste Woche erfahren und das ist die richtige Antwort. Wir gucken uns diese anderen Sachen an. Arnold-Chiari-Malformationen sind jedem Neurologen bekannt und hier sind die cerebellaren Tonsillen hier herniiert durchs Foramen Magnum, kann man hier sehen. Und diese Sachen können schon früh im Leben erscheinen, aber auch später. Und man würde dann irgendwelche Hirnstamm-Symptome erwarten, wie hier auch aufgelistet. Also das war es nicht. Und kavernöse Hämangiomen, hier sind ein paar Beispiele, unterschiedliche MRT-Gewichtungen hier gezeigt. Und da würden wir einen Inhalt von diesen zystischen Läsionen erwarten, wie hier gezeigt. Ein zerebraler Infarkt würde bis zur Peripherie sich darstellen, wie hier gezeigt. Und hier ist auch eine Verschiebung von Gehirnmaterial von rechts nach links. Würden wir auch Symptome erwarten. Wie, und hier sind hier ist ein Beispiel von einem Riesenaneurysmata. Und das hat auch einen Inhalt mit Thromben und ähnlichem Material, wie hier gezeigt. Dann, hier ist ein anderes Beispiel von Arachnoidalzysten. Ich kann mit dieser Gewichtung wenig anfangen, weil ich einfach die Materie nicht gut genug verstehe. Aber hier ist ein Beispiel davon. Vielleicht werden wir dann nächste Woche mehr davon erfahren. Erste Thema. Ziemlich kompliziert, aber ziemlich spannend. Es geht um das Fettmassen- und Obesitas-assoziierte Protein, genannt FTO. Und FTO, wie ich erfahren habe, ist eine mRNA-Dimethyllase. Und dieses FTO ist bekannt als ein Locus, gefunden in diesen genomweiten Assoziationsstudien, der mit Adipositas zu tun hat. Und es geht überwiegend um ein SNP. Dieses SNP hat auch eine Bekennzeichnung RS1421085. Dieses SNP ist bekannt und dieses SNP liegt dabei in einem Intron.
so fragt man sich, naja, Gott, was hat dieser Snip mit der Entwicklung von Adipositas möglicherweise zu tun? Und was wir hier erfahren, ist, Leute, die homozygot sind für diesen Snip, diese Variante haben, haben ein Risiko von Adipositas, die essen mehr, die haben höhere Ghrelinspiegel, die haben mehr Hunger und die wiegen so 1-2 Kilogramm mehr als Leute, die diese Variante nicht haben. Das ist in mehreren GWAS-Studien gezeigt. Um die Hintergründe hier zu verstehen, muss man ein paar andere Sachen über Molekulargenetik verstehen. Das erste ist, was sind Enhancers oder Ergänzer? Und Ergänzer sind DNA-Abschnitte, die halt im Genom sind. Wir haben tausende von diesen Dingern. Und wie wir hier sehen, diese Ergänzersequenzen können sich sogar bewegen, weil dieses chromosomale Material kann sich biegen und Schlingen bilden. Man kann sich so vorstellen, diese Chromosomen sind 46 Regenwürmer innerhalb einer Plastiktüte und die wackeln da so rum und können sich biegen und diese Ergänzer oder Enhancer können Gene auf einen anderen Teil des Chromosoms ansprechen, zusammen mit bestimmten Proteinen, die dafür auch notwendig sind, auf dem gleichen Chromosom oder sogar auf anderen Chromosomen irgendwo anders. Das heißt, wenn sie in CIS reagieren, dann sprechen sie Gene auf dem gleichen Chromosom an, irgendwo anders, vielleicht ein ganzes Stück entfernt, vielleicht auf der anderen Seite der Zentromere ist auch möglich. Oder wenn sie andere Gene auf anderen Chromosomen ansprechen, dann ist es eine Transaktivierung. Und was dann letztendlich passieren muss, ist die eine RNA-Polymerase muss dann angeschaltet werden, um diese Genabschnitte hier als 3 und 4 bezeichnet, anzuwerfen, sodass ein mRNA produziert wird von diesen beiden Genabschnitten, obwohl dieser Ergänzer ganz woanders liegt. Das ist alles ziemlich kompliziert. Ich verstehe das auch nicht so doll, aber Looping von diesen sogenannten Schleifenbildung von diesen chromosomalen Abschnitten sind mittlerweile bekannt und die kann man auch mit Bildgebung darstellen. Das nächste ist, was sind Repressoren? Und Repressoren sind eigentlich schon in den 60er Jahren beschrieben worden, das sind Eiweiße, die Abläufe unterbinden und damals war das Thema, dass E. coli entweder Laktose verstoffwechseln konnten oder auch nicht. Und die Frage war, wie funktioniert das? Und das hat zu tun mit einem Repressor, das ist dieser grüne Abschnitt hier. Und ob der aufgehoben ist, dann läuft dieses Laktase-Gen, so dass Laktase produziert wird, dann können diese Kolis Laktose fressen und wenn das ausgeschaltet ist durch den Repressor, dann können die das nicht. Und das war der erste Hinweis, wie Gene an und ausgeschaltet werden mit diesen Repressoren. Also es geht in diesem Paper, was ich Ihnen zeigen werde, um einen Repressor und unterschiedliche Enhancers, die dann zusammen funktionieren, sodass Transkriptionsfaktoren gebildet werden, die mit Fettleibigkeit irgendwas zu tun haben. Dies ist alles ziemlich kompliziert. Und es geht um diese FTO-Obesitas-Variante. Und dieses ist eigentlich ein sehr kompliziertes, aber wunderbares Paper, das erklärt, wie dieses SNP in einem Intron zur Fettleibigkeit führt. Und das Paper ist eigentlich aus München, aus der Helmholtz-Organisation, die da ist, ähnlich wie das MDC. Das sind lauter Biologen auf diesem Paper, sind auch zwei Ärzte da dabei. Die haben wahrscheinlich die Proben herangetragen, gehe ich davon aus. Und das Erste, was wir finden, ist, okay, hier ist dieser furchtbare Snip, RS 14-21-085, der ist ganz hier oben, schickt das größte Signal. Und dann sind Zellen gewonnen worden und Expressionsstudien sind gemacht worden und was wir hier finden, ist, dass eine Enhancer-Aktivität hier bei Betroffenen, die diese SNP-Variante tragen, hier erheblich erhöht sind.
Also das sind die Risiko, das sind die Dickies, bei denen ist dieser Enhancer erheblich mehr exprimiert als bei den Dünnen. Dann, was sie gemacht haben, ist, sie haben im Prinzip mesenchymale Stammzellen von Fettbiopsien herausgeholt. Das ist heutzutage ziemlich banal. Wir machen das in unserem Labor auch. Man erntet diese Zellen und die kann man dann treiben zu Chondrozyten oder Osteoblasten oder Muskelzellen oder auch zu sogenannten braunen Fett. Das soll das gute Regelfett sein. Das macht dann beige Adipozyten, wie ich hier erfahren habe. Oder weiße Adipozyten, das sind so Fettspeicherzellen, die wollen wir nicht unbedingt haben. Und also diese Zellen sind geerntet worden. Dieses Bild übrigens ist in dem Zusatz oder Supplement von diesem Paper. Und das Supplement ist 50 Seiten lang. Und wenn man mit solchen Arbeiten, man muss mit diesen blöden Supplements sich auseinandersetzen, sonst kann man die Arbeiten eigentlich nicht verdauen. Und ich glaube, man hat eigentlich auch nicht erwartet, dass der Durchschnittsleser von New England Journal dieses Paper überhaupt liest. Aber ich will euch ja zeigen, was hier los ist. Also dann, hier sind mehr Expressionsstudien gemacht worden und kann ich nicht alles durchgehen, aber was wir hier sehen, ist, dass bei den Risikopatienten, das heißt bei den Dickies, ist die Expression von IRX3 und IRX5 signifikant erhöht in diesen mesenchymalen Stammzellen, die sie da rausgeholt haben. Und was sind diese Sachen? Habe ich herausgefunden, Iroquois-Klasse Homeodomain-Proteine. Also das sind irgendwelche Transkriptionsfaktoren, die dann den Einfluss haben dann letztendlich auf den Phänotyp, die werden überexprimiert bei Leuten, die diese Risikovarianten tragen. Das geht dann weiter mit unterschiedlichen genomweiten Expressionsstudien und unterschiedliche Sachen sind hier involviert. Risikoallele und Nicht-Risikoallele. Und was wir hier lernen, ist, dass das Verhalten von Mitochondrien bei den Betroffenen und Nicht-Betroffenen sind anders. Die normalen Menschen haben Mitochondrien, die dann viel oxidieren und so, dass die Leute nicht dick werden. Und die Risikoallelträger haben Mitochondrien, die sind halt ziemlich faul und lahm und die machen nicht sehr viel, sodass zusätzliche Sachen, dass die füttern, wird dann in Fettzellen gesteckt, anstatt dass das verbrannt wird. Und was wir dann auch sehen, ist die Art von Fett, die machen, sind diese weißen Fettspeicherzellen, anstatt die beigen Fettzellen, die eher mit Verbrennung einhergehen. So sind diese Leute, die diese Variante tragen, das sind Speichermenschen. Und früher, als wir weniger zu essen hatten und viel rumgelaufen hatten, war das egal. Aber jetzt, dass Leute nicht mehr rumlaufen und zu viel essen, sind Leute, die diese Variante tragen, dann im Prinzip, die werden verurteilt, um dieses Fett zu speichern, anstatt es zu verbrennen. Und dann ist die Frage, warum verhalten die sich so? Und da hat man herausgefunden, dass die Anwesenheit von dieser Variante in diesem Intron hat zu tun mit Bindung von einem bestimmten Repressor. Und wenn diese Variante falsch gestaltet ist, kann dieser Repressor nicht binden und dann kommen diese Enhancers ins Spiel und die schmeißen dann diese zusätzlichen Transkriptionsfaktoren an, IRX3 und IRX5, die dann verantwortlich sind für diesen metabolischen Ablauf. Das ist alles ziemlich schwer zu verdauen, aber hier sehen wir die weißen Adipozyten, die gehen hoch im Vergleich zu den beigen Adipozyten und die gehen runter. Und dann im Supplement haben die dann das alles nachgekocht an diesen armen Mäusen und da haben diese Mutationen eingebaut in diesen Mäusen mit dieser CRISPR-Cas9-Methode, die können wir auch irgendwann diskutieren, aber damit kann man im Prinzip Genabschnitte editieren und so hinschreiben, wie man es will. So kann man diese humanen Varianten dann in diese Mäuse reinbauen
die werden auch ein bisschen dicker und die weisen das auch auf. Und so ist diese ganze Geschichte gemacht worden. Das ist eine wunderschöne, enorm komplizierte Geschichte. Ist vielleicht nicht so klinisch relevant, aber ich möchte, dass wir gerne ein Gespür dafür kriegen, was hier jetzt abläuft und was man alles kann mit diesen molekulargenetischen Methoden. Und auch wir Kliniker können die verstehen, die Leute kochen alle mit Wasser und wir können das auch lernen. Nächstes Thema wird nicht einfacher. Hier geht es um die Telomeren. Und die Telomeren sind die Spitzen von Chromosomen. Und wenn Zellen sich teilen, dann ist es wichtig, dass in den Tochterzellen, die zwei Zellen, die gebildet werden auf eine, dass diese Telomeren wieder aufgebaut werden und erhalten bleiben. Und diese Telomere ganz oben haben eine bestimmte wiederholende Sequenz und die ist eine TTA-GGG-Sequenz. Und um dies wieder aufzubauen, ist ein Enzym notwendig und dieses Enzym heißt die Telomerase. Und es stellt sich heraus, dass bei differenzierten Zellen, die wir haben, die teilen sich und dann wird dieses Sequenz wieder aufgebaut, aber bei jeder Teilung werden die Chromosomen etwas kürzer, bis diese TTA-GGG-Sequenzen nicht mehr vorhanden sind und dann können die Zellen sich nicht weiter teilen. Und dieser Ablauf ist genannt nach einem Biochemiker, der heißt Hayflick. Und dies ist die Hayflick-Grenze oder die Hayflick-Limit. Und die ist ungefähr 30 bis 50 Teilungen. Jetzt manche Zellen können sich ewig teilen. Und Gott sei Dank sind das Progenitorzellen, die für Blutzellen verantwortlich sind, sodass wir, denn in meinem Alter müssen wir nicht rumlaufen mit einem HB von 8. Nämlich das läuft einfach weiter. Und das Problem ist, dass wenn wir jetzt Krebs kriegen, diese Krebszellen sind irgendwie immortalisiert, sodass deren Telomerase funktioniert andauernd. Und die sind dann nicht einer Hayflick-Limitierung ausgesetzt. Die können sich andauernd weiter teilen. Und es geht um diese Geschichte hier geht es. Und das neue Medikament, das entwickelt ist, heißt Imetelstat. Und Imetelstat ist ein Molekül, das ist ein künstliches Molekül, so sieht es aus. Und es ist entworfen worden, um diese Telomerase zu bremsen. Hoffentlich bei Krebszellen und nicht bei allen Zellen. Und wenn wir, ich gehe mal eins wieder zurück, diese Telomerase ist ein interessantes Protein, nämlich sie hat einen Abschnitt von RNA, so dass diese Sequenzen wieder aufgebaut werden können. Dieses Enzym enthält einen Abschnitt von RNA, um das zu machen. Und dieses Ding, was wir hier sehen, was konstruiert worden ist, hat auch einen Abschnitt von Basenwiederholung. Ein 13 mehr, das heißt ein 13 Basen Wiederholung, ist in dieses Ding eingebaut. Und wenn wir das angucken, es hat ein Phosphoramidat-Rückgrat. Im Prinzip ist es ein Antisense-Molekül. Und was die Firma, die dieses hergestellt hat, was sie gemacht haben, ist, die haben ein Antisense-Molekül entwickelt, um die Telomerase zu bremsen. Und das ist im Prinzip die Story. Und die Krankheitsbilder, um die es hier geht, das erste ist die Myelofibrose. Und die sehen wir ja relativ häufig, alle älteren Menschen, die Anämie haben, wo es nicht Eisenmangelanämie ist und nicht multiples Myelom ist, dann ist das nächste auf der Liste ist im Prinzip die Myelofibrose. Und wir machen einen Blutabstrich bei diesen Leuten und die haben Erythrozyten, die sehen aus wie Tränentropfen. Und darum heißen sie auch Teardrop Erythrocytes. Und damals, als Ärzte noch das selber gemacht haben, sehen wir hier einen Menschen mit einer Anämie und hat Tränentropfen Erythrozyten und hier ist auch eine Zielscheibe Erythrozyt, also das ist nicht normal. Und wenn man das sieht, dann kann man schon tippen, der Mensch hat wahrscheinlich Myelofibrose. Dann wird ein Knochenmark gemacht und in diesem Knochenmarkbeispiel hier sehen wir hier lauter Megakaryozyten und die sind für Plättchenformationen zuständig und bei der Myelofibrose ist es
relativ häufig, dass die irgendwas mit den Thrombozyten ist, auch falsch, entweder zu viele oder auch zu wenige. Und Leute mit dieser Krankheit haben zwar immer ja zwei Mutationen, und Mutationen an diesen anderen Genen muss man nicht alles aufwendig auswendig wissen, aber JAK2 sollte man wissen. Leute mit Polycythemie rubra vera haben auch in der Regel, 90% von denen haben auch JAK2-Mutationen. Und diese JAK2-Mutationen gehen einher mit sogenannten myeloproliferativen Krankheitsbildern. Und dazu gehört die CML, die Polycythemie rubra vera, die Myelofibrose und die essentielle Thrombozytose. Und um diese Sachen geht es. Und ich war ein bisschen erstaunt, warum würde man die Telomerase angehen bei diesen Krankheitsbildern? Und das ist in diesen Arbeiten auch nicht klar dargestellt. Ich hätte wahrscheinlich die akute myologische Leukämie oder sowas, wo ich denke, die Zellteilung ist sogar schneller als bei diesen Krankheitsbildern. Aber in der ersten Arbeit geht es um die Anwendung diesem Telomerase-Inhibitor bei Patienten mit Myelofibrose. Und sind nicht sehr viele, Krankheitsbilder ist auch nicht so häufig, 33 Leute. Die Hälfte haben ungefähr eine Myelofibrose als Ausgangskrankheit. Und die anderen hatten erst Polycythemie rubra vera, was häufig dann mündet in eine Myelofibrose. Also darum ging es. Und wir gucken uns diese Leute an und Anämie, ja klar, und haben erhöhte Leberenzyme und Neutropen sind für, und alkalische Phosphatase ist nicht im Normbereich, und sie sind müde und Übelkeit und alles, was wir erwarten bei Patienten mit Myelofibrose, haben die. Und dann sind die behandelt worden mit diesem Hämmer der Telomerase. Und um überzeugend zu sein, muss man eigentlich die Telomerase-Länge messen, und da sind unterschiedliche Methoden, um das zu machen. Ich will sie nicht totschlagen mit diesen Sachen. War auch nicht sehr überzeugend, muss ich schon offen sagen. Und ich hätte erwartet, dass die Telomerenlänge dann beeinflusst würde von diesem Telomerase-Hämmer, sodass die Telomerenlänge bei diesen malignen Zellen dann weniger wird. War nicht so überzeugt, habe ich nicht alles nicht, vielleicht auch nicht richtig kapiert. Hier muss man wieder diese schrecklichen Supplements alle lesen, um rauszufinden, wie diese Daten aussehen. Aber bei den Patienten, zu meinem Erstaunen, Knochenmark sieht so ein bisschen besser aus. Hier ist lauter Fibrose, in diesem auch, und dann mit der Anwendung von dieser Behandlung, das sieht ein bisschen besser aus, und das sieht ein bisschen besser aus, und bei diesen Patienten sieht es dann auch ein bisschen normaler aus, als in diesen fibrotischen Abschnitten hier. Und ein Endergebnis hier ist, wie viele Konserven brauchen die Leute zu behandelt werden für ihre Anämie, und das ist tatsächlich abgeklungen, und das sah also ein bisschen besser aus, und hier können wir, dies sind Elektroferogramme, ich will sie auch nicht mit diesen Sachen quälen, aber hier sehen wir zwei Bevölkerungen von Mutationen hier, und dann werden die behandelt und dann geht das weg und dann letztendlich kommt das wieder. Und bei diesen Patienten war das auch der Fall. Die haben lauter Sequenzierungen machen müssen, und dann geht noch nicht um Überleben, das ist im Prinzip eine Phase 1-Studie. Wir könnten uns vorstellen, dass eine Nebenwirkung von dieser Behandlung wäre, dass die normalen Blutzellen nicht mehr richtig funktionieren. Und das war auch der Fall. Aber hielt sich in Grenzen, und diese vorläufige Studie legt die Idee nahe, dass man tatsächlich die Telomerase als Ziel, als therapeutisches Ziel anwenden könnte. Das nächste Krankheitsbild ist sogar ähnliche Rubrik. Hier geht es um Patienten mit essentieller Thrombozytose. Und wenn man deren peripheren Blutabstrich anguckt, hier sind die Erythrozyten, die sehen alle prima aus, aber wir sehen mehr Plättchen als Erythrozyten. So können wir uns schon vorstellen, hier muss die Plättchenzahl über 2 Millionen sein und die sollte nur 200.000 sein. Und wie dieses Krankheitsbild zustande kommt, die haben auch in der Regel diese JAK2-Mutationen, die Patienten mit Polycythemie rubra vera auch haben. Also man hat tatsächlich 18 solche Patienten gefunden, und hier ist der Endpunkt,
können wir deren Plättchenzahl aufs normale Niveau mit diesem Telomerase-Hämmer runterdrücken. Und hier sehen wir die Patienten und die haben natürlich viel zu viele Plättchen und ein Teil des Krankheitsbildes, die sind waren auch ein bisschen anämisch, aber nicht ganz so schlimm und die hatten schon die üblichen Behandlungen für dieses Krankheitsbild bekommen. Und dann hier ist die Verweildauer der Behandlung bei diesen 19 Patienten und hier können wir auch sehen, wie ist die Mutation unterdrückt und in diesen anderen, hier sind ein paar Patienten da dargestellt. Und hier ist auch die Plättchenzahl angegeben und die Plättchenzahl bei diesen Patienten wird tatsächlich unterdrückt von dieser Behandlung und die Telomerase-Aktivität wird reduziert von dieser Behandlung. Ich werde Sie jetzt nicht mehr quälen mit diesen Sachen. Also jetzt kommen wir zurück zur Erde und das nächste Thema ist die Takotsubo-Kardiomyopathie. Und das ist eine Stress-Kardiomyopathie. Erstaunlicherweise, wir haben dieses anscheinend haben wir es gar nicht gemerkt früher. Kommen Leute rein, SG-Streckenhebung, es sieht aus wie Myokardinfarkt und sie werden kathetert und Koronarien sehen okay aus. Und dieses Krankheitsbild kennen wir gut, seitdem Leute routinemäßig angiografiert werden. Alles, was aussieht wie Herzinfarkt, geht zum Katheterlabor. Und diese Leute haben Koronarien, die sehen okay aus. Und diese Ventrikel pumpen dann nicht. Und dann im Ventrikulogramm sehen die so aus. Und dieses Krankheitsbild wurde erst beschrieben in Japan. Und da die diese Oktapusfallen haben, und diese Fallen heißen Takotsubo, dieses angiografische Bild hat die japanische Kardiologen an diese Tintenfischfallen erinnert und darum wird das Takotsubo-Kardiomyopathie genannt, ein besserer Name wäre eigentlich Stress-Kardiomyopathie. Und es geht um ein riesiges Register um Patienten mit Takotsubo-Kardiomyopathie und sind viele. Beinahe 2000 Patienten sind hier gesammelt. Knapp 500 kommen aus der Schweiz, hat Tom Lüscher gesammelt, der ist in Zürich. Und diese Leute sind dann beobachtet worden für 10 Jahre, um herauszufinden, was mit denen letztendlich passiert. Wir haben nämlich die Vorstellung, naja, die Koronarien sind okay, das wird alles besser. Und wir sagen den Leuten, pass mal auf, war schlimm, aber sie haben es überlebt und jetzt haben sie keine weiteren Probleme. Das stimmt nicht ganz. Und was wir hier sehen, ist, wie beschrieben worden in amerikanischen und europäischen Arbeiten, sind die Leute mit Stresskardiomyopathie beinahe immer Frauen. Interessanterweise ist das in Japan anders. Da sind es mehr Männer als Frauen, aus Gründen, die keiner versteht. Und die kommen rein mit SC-Streckenhebungsinfarkt und deren Koronarien, die sind nicht alle normal, nämlich manche sind ja auch ein bisschen älter und dann haben sie Koronarien, die sind nicht ganz okay, aber die haben keine culprit lesion, die haben keine Läsionen, die dann auf SC-Streckenhebungsinfarkt hinweisen würde. Das sind die Patienten und dann wie diese Ventrikulogramme, die sieht hier sehr typisch aus, sieht aus wie so ein Tintenfisch, wie eine Tintenfischfalle. Diese anderen sind etwas unterschiedlich, aber diese Leute, also so sehen die Ventrikulogramme an bei diesen Patienten. Tintenfischfallen ähnlich auf alle Fälle und Koronarien in der Regel okay. Jetzt nach 10 Jahren Beobachtung, das ist alles nicht so harmlos. Nämlich Major Cardiovascular Events kommen bei denen relativ häufig vor und Schlaganfall und wiederholte Episoden und Embolien und TIAs und Myokardinfarkt kommen bei denen ziemlich häufig vor, häufiger als in der Kontrollbevölkerung, die dieses nicht haben. Wir sehen hier diese Verteilung auf Frauen, wenigstens in nicht-japanischen Ländern im Vergleich zu Männern. Und dann, was sind die Auslöser, was sind die Trigger? Und Emotionen häufig, Trauer, Panikattacken, Konflikte, Frustration,
Leichte machen, ähnliches. Das sind die emotionalen Trigger. Es gibt auch physikalischen Trigger. Hier hat es zu tun mit Trauma, akutes respiratorisches Versagen, Schlaganfall, Operationen, Krebserkrankungen, solche Sachen. Das sind physikalische Auslöser. Und hier sind die Auslöser verteilt auf physikalische und emotionalische Gründen oder man konnte es nicht feststellen, das gibt's auch. Und das wird hier auch dargestellt. Und hier sind die Druckwerte. LVEDP im Vergleich zur Auspufffraktion ist hier gezeigt. Und dies sieht gar nicht so harmlos aus. In den ersten 30 Tagen haben die auch Probleme mit Schlaganfall und TIA und Kreislauf-Episoden. Nicht nur in dem Verlauf von 10 Jahren. ACE-Hämmer ja oder nein? ACE-Hämmer scheint eine gute Sache zu sein. Oben ohne, aber unten mit. Und Beta-Blocker scheinen auch, was Routine gegeben wird, hier ist der Einfluss nicht statistisch signifikant, aber ACE-Hämmer scheinen wichtig zu sein. Das dazu. Dann Review in New England Journal, Notfälle im Flugzeug. Abgesehen von der Tatsache, dass der Pilot das macht, gibt es auch andere Notfälle im Flugzeug. Und was die Flugzeuge mit sich tragen und wie häufig kommt das vor? Und man kann damit rechnen, dass ja in eins von 600 Flügen, die man miterlebt, oder wenn sie transatlantische Flüge sind, sind es wahrscheinlich eins in 24. Das heißt, wenn man zweimal im Monat nach Tokio fliegt, dann wird dies einmal im Jahr vorkommen, dass man hört dann, würde ein Arzt sich bitte melden? Donnerwetter. Dann geht man da hin, was tun? Und dann kriegt man Notfallkasten hier angeboten und in den transatlantischen Flügen bei der Lufthansa sind diese Sachen auch alle vorhanden. Man kriegt einen Beatmungsbeutel und unterschiedliche Masken. Es ist auch eine Infusionslösung, 500 Milliliter Kochsalzlösung im Falle, dass Sie gerne eine Kanüle legen da im Gang, in irgendeinem armen Menschen da 11.000 Meter. Dann gibt es da auch ein paar Nadeln und Spritzen und man kriegt kann Blutdruck messen und Stethoskop. Und dann, was hat man denen anzubieten? Schmerzmittel, aber nicht narkotische Schmerzmittel, also eine Ibuprofen-Kapsel könnt ihr denen geben. Oder ein Antihistaminikum ist immer nett, das ist gerade was ich brauche. ASS, falls die eine Herzfrequenz haben von 30, können sie Atropin spritzen. Dann gibt es einen unterschiedlichen Inhaler, bisschen Dextrose 50%. Und dann Adrenalin, das ist eine gute Sache, falls anaphylaktischen Schock und so weiter. Lidocain, weiß nicht genau, für was das gut ist. Früher dachten wir, das wäre für VT gut, aber das ist nicht mehr bewiesen. Und Nitrotabletten, Donnerwetter. Und dann, was tun? Und es ist tatsächlich so, dass die amerikanischen Flugzeuge, die amerikanischen Ärzte sind eigentlich nicht verpflichtet, den Leuten zu helfen, weil die eine Mordangst haben wegen irgendwelchen Anklagen. Aber in Europa ist das so, in Deutschland erlassene Hilfeleistung, also man unterlassene Hilfeleistung, deutsche Sprache, schwere Sprache, unterlassene Hilfeleistung, aber bei den Amerikanern ist das nicht so, so haben die Amis ein Gesetz formuliert, das soll die Ärzte schützen vor Klagen. Das interessiert uns nicht so, weil wir in Europa hier andere Gesetze haben. Und dann kriegt man hier auch von Vorschläge, wie man sich verhalten soll. Man sollte sich bei den Patienten vorstellen. Guten Tag, ich bin der Dr. Luft, bin eigentlich in Rente, aber hier bin ich. Kann ich Ihnen möglicherweise helfen? Und dann sollte man, use language interpreter, spricht hier jemand Arabisch. Aber man soll... Also dies ist alles ziemlich unterhaltsam, können Sie alles lesen. Also das müssen wir machen und dann müssen wir uns überlegen, was wir machen sollen. Und im Ärzteblatt, vor
mittlerweile auch ein paar Jahre her, ist ein viel besseres Review über dieses Thema. Was ich Ihnen nahelegen wollen, wenn Sie das haben wollen, schicken Sie mir eine E-Mail und ich schicke Sie ein PDF davon. Hier sind auch die Unterschiede oder zwischen europäischen Leitlinien und US-Leitlinien, was in diesem Kasten drin ist. Aber wenn Sie auf dem Transatlantikflug sind, dann müssen Sie damit rechnen, wir kriegen einen automatischen externen Defibrillator, wir kriegen auch diese Kosten als Lösung und den Beutel kriegen Sie auch. Und dann, was haben die Leute? Na, okay, 12% irgendwelche Unfälle sind im Gang hingefallen oder irgendwas. Elf sonstiges. Ziemlich viel Magen-Darm-Erkrankungen. Ich weiß nicht, was man da auf 11.000 Meter mit Übelkeit und Erbrechen anfangen soll, außer denen einen Kotzbeutel zu geben. Herz-Kreislauf, Neurologie, Schwindelattacken, Synkope oder Präsynkope, das ist ziemlich häufig. Dass man da jemand reanimieren muss, ist weniger als in 1% der Fälle. Aber es könnte vorkommen. Und dann soll man pumpen und man hat ja dann auch diesen Beutel. Also das ist alles Alkoholprobleme, Drogen und so alles sonstiges. Und dann ist hier auch ausgewertet worden in diesem deutschen Paper, was machen die Doktors? Und die machen meistens Blutdruckmessungen, was natürlich total wertlos ist. Wenn die keinen Blutdruck haben, dann würde es man schon merken, dann müssen sie reanimiert werden. Was macht man, wenn der Blutdruck hoch ist? Nimmt sie ihre Es beruhigt enorm und es bietet einen 60 Sekunden drüber nachzudenken, was mache ich denn demnächst? Das ist der gute Grund, um Blutdruck zu messen. Und dann Medikamente, das Antihistaminikum oder das Ibuprofen. Sauerstoff zu geben, das ist sinnlos, aber man sollte wenigstens wissen, dass die Leute da oben in Lufthansa-Kit ist auch ein Pulsoximeter drin. Dann sollen Sie wissen, die Kabine ist auf 8000 Meter, der Druck ist auf 8000 Meter. Also die werden PO2, wenn sie gut sind, werden sie ein PO2 haben von 60 und eine Sättigung von 90. Sie sollten ein bisschen Ahnung haben über solche Sachen. Blutzucker. Und im Lufthansa-Kit kann man auch tatsächlich Blutzucker messen. Da ist ein Gerät dafür. Und dann ist dieser Defibrillator und was alles da drin ist. Dann ist auch ein interessanter Quiz im Ärzteblatt, fand ich auch ganz toll. Also ich würde in diesen Übersicht, der ist eigentlich interessanter als was im New England Journal ist. Wenn der Fall im New England Journal war, dieser 67-jähriger Mensch kommt rein wegen Kurzatmigkeit, hat eine Vorgeschichte von Asthma und man denkt, es ist vielleicht wieder da und er kriegt irgendeine Behandlung, wird nicht viel besser. Kriegt da irgendwelche Inhaler mit Triamcinolon und Beta-Agonist und wird eigentlich nicht so viel besser. Dann kommt er wieder und beschwert sich wieder und kriegt ein CT, hat dieses komische Gebilde hier im CT und könnte ja Krebs sein. Don't know. Weiß nicht genau. Und man liest diese ganze Geschichte und weiß nicht genau, was es ist und die ganze Geschichte schleppt sich über Monate. Dann erscheint er mit dieser Läsion auf der Nase. Und was ist es? Na, als ich das sah, dachte ich, das ist Blastomykose. Nämlich, das sieht genau so aus. Dann wird es aber bioptiert und der Pathologe sagt, Plattenepithelzellkarzinom. Mist. Wieder mal falsch. So hat man... Gott sei Dank hat man seine Nase nicht abgeschnitten, nämlich das ist ungefähr die richtige Behandlung. Dafür muss man ziemlich breite Exzisionen machen an dieser Nase. Man hat aber dann dieses Lungending bioptiert, um zu sehen, ob das irgendwas damit zu tun hätte und vielleicht Krebs sein könnte. Und hier sehen wir, in dieser Versilberung ist Blastomykose. Dann ist man zurückgegangen, hat diese Nase nochmal angeguckt und da ist das auch. Das heißt, das war kein Plattenepithelzellkarzinom oder das war auch Blastomykose. Und in dem ganzen Mississippi-Ablauf in den USA ist Histoplasmose sehr häufig und Blastomykose ist auch häufig. Hier in Europa würde ich es nicht erwarten, aber wenn Sie hier irgendwelche Amis haben mit Husten, können Sie mal fragen, wo die herkommen. Und wenn die vom Mississippi kommen dann und so ein Ding auf der Nase haben, dann ist es wahrscheinlich Blastomykose. Also das dazu. Dann war dieser kleine Abschnitt
im New England Journal hat mich auch interessiert. Es geht eigentlich, es ist ein kleiner Übersicht von einem Nature Medicine Paper. Und wir haben jetzt Inhibitoren für einen Transporter, der heißt SGLT2. Ist der schon auf dem Markt hier? Okay. Also ihr könnt den Typ-2-Diabetiker geben und dann ist die Hoffnung, die pinkeln dann ihre Glucose ins Klo, anstatt die in ihren weißen Fettzellen zu stecken, weil sie diese SNP-Variante haben in FTO. Aber ein Nachteil ist, dass SGLT2 auch in Alpha-Zellen im Pankreas sitzen. Und diese Alpha-Zellen produzieren Glucagon. Ich wusste, dass Alpha-Zellen Glucagon produzieren, aber ich wusste nicht, dass dieser Transporter auch in diesen Zellen sich befindet. Und dieser Transporter wird da auch blockiert. Das heißt, das Glucagon steigt an, so toll ist es nicht belegt an Menschen, aber steigt an in die, mit dieser Behandlung. Das würde dann eigentlich eine Gegenwirkung. Sie wollen ja keine hohe Glucagonspiegel haben bei diesen Leuten. Zu den erwarteten Effekt am distalen Tubulus. Fand ich schon grenzwertig interessant. Das erste Paper in Lancet wird Sie wahrscheinlich nicht so interessieren. Es geht um Diabetes bei der Geburt. Und das gibt neonatale Diabetes gibt es tatsächlich. Das spielt Internisten kennen sich aus mit Mature Onset Diabetes of Young oder MODY und die Gene, die dafür verantwortlich werden, aber diese sind Leute, die weisen dann Diabetes auf in der Kindheit. Hier geht es um neonatale Diabetes im Kreissaal im Prinzip oder im ersten Lebensjahr. Und ein großes englisches Konsortium hat natürlich alles Mögliche bei diesen Leuten durchsequenziert, um dies zu bearbeiten. Und da sind eine ganze Reihe, erstens, dieses Krankheitsbild ist nicht so häufig, aber da sind ungefähr ein Dutzend Gene. Viele haben mit Kaliumkanäle, ATP-abhängige Kaliumkanäle zu tun, die natürlich bestimmen, ob Insulin freigesetzt wird von Beta-Zellen oder nicht. Und hier sind die Gene, die die gefunden haben und die haben sich wahnsinnig gefreut und furchtbar aufgebaut wegen diesen Befunden und sie sind auch interessant. Und vielleicht in der neonatalen Medizin muss man auf diese Sachen aufmerksam sein. Jetzt, wenn die schon in den ersten Monat passieren, dann ist die Chance, dass dies weggeht in zunehmendem Alter ziemlich wenig. Aber wenn sie erst nach 6 Monaten oder so auftauchen, dann besteht auch die Möglichkeit, dass irgendwie die Expression sich dann verändert und dass das Diabetes auch weggeht. Und der Ablauf, der dafür in Frage kommt, Clemens Reile im ECRC beschäftigt sich mit solchen Sachen und da kann man den fragen. Aber diese Studie ist interessant und diese sollte sie wissen. Hier sind lauter dicke Leute mit Typ-2-Diabetes randomisiert worden zu OP oder nicht. Und die haben Magen-OP gekriegt. Entweder dieses ONY-Operation oder diese Sleeve-Gastrectomy. Wie heißt das auf Deutsch? Ärmel-Gastrectomy? Schlauchmagen-Operation gekriegt. Oder Tabletten weiter. Man kann das natürlich hier kein Placebo anwenden, es ist eine Operation, man weiß ja, wer operiert wurde oder nicht. Hier ist keine Scheinoperation gemacht worden. Und hier sehen wir, die Leute, die Tabletten weitergekriegt haben, sind nicht viele Patienten, aber die Remission, null, würde man ja auch nicht erwarten. Passiert ja so gut wie nie. Oder dass die vielleicht abnehmen und dass das Diabetes weggeht, das passiert ja auch so gut wie nie. HbA1c haben sie vielleicht ein bisschen besser gekriegt bei manchen Patienten, aber nicht allen. Jetzt gucken wir uns die Operierten an. Ruhe-Y-Bypass-Operation, 75% hat eine Remission. Und bei dieser zweiten Operation 95%. Nicht schlecht. Ileopancreatic Diversion. Ich weiß gar nicht genau, was das ist. Hast du eine Ahnung? Also, muss ich mir das Paper nochmal genau angucken, was man darunter versteht. Aber das kann man auch im Internet nachgucken. Aber diese Leute sind besser geworden und diese Leute nicht.
Und wenn wir uns, hier sind die Remissionen, und die Remissionen sind für diese Operation ein bisschen besser als für die. Hier waren es gar keine. Und wenn wir uns deren Körpergewicht angucken, diese Leute sind abgestürzt von 140 Kilo auf 90, schon ein Karton. Und diese Leute haben eigentlich zugenommen hier, und kann man hier alles nachgucken, die sich auch metabolisch verbessert haben, ist hier dargestellt. Und wenn man sich dieses Ganze anguckt, HDL-Cholesterin mit dieser Roux-en-Y-Operation ist ein ganzes Stück besser geworden, bei dieser anderen Operation nicht so. Kardiovaskuläres Risiko ist weniger geworden. Die Anzahl an kardiovaskulär relevanten Medikationen, die sie brauchten, ist besser geworden. So sieht es so aus, als wäre Typ 2 Diabetes ein chirurgisches Problem. Michael, dazu Stellungnahme? Stimmt zu. Okay, schick die zum OP. Und hier ist noch eine OP ist natürlich auch nicht ohne Risiko behaftet, und hier sind die aufgetragen, was die Leute dann erdulden mussten, aber es sah so, Spätkomplikationen gab es eigentlich nicht mit der Operation, und die Ernährungsnebeneffekte waren bei dieser Operation schlimmer als bei der Roux-en-Y-Operation. Das dazu. Dann das nächste Paper, geht es um die Behandlung von Patienten mit MS, Multiple Sklerose. Und wenn die rückfällig sind, ist es gängige, dass die dann ins Krankenhaus kommen und mit ziemlich hochdosierten Steroide parenteral behandelt werden. Und in dieser Studie sind solche Patienten überwiegend Patientinnen, 75% Frauen randomisiert zu entweder oraler Steroidtherapie oder parenteraler Steroidtherapie. Und wie zu entnehmen ist, ist die orale Therapie nicht schlechter als die parenterale Therapie. Ja, das ist eine gute Frage. Ich kann es jetzt nicht genau beantworten. Ich müsste es nochmal nachschauen. Ja, es steht im Paper dran. Man müsste wahrscheinlich mit der oralen Therapie die Dosis wahrscheinlich verdoppeln oder so, würde ich denken. Weiß es nicht genau. Kann es leider nicht beantworten. Ich muss mich entschuldigen. Ich kann es nachschlagen und ich schicke dir dann E-Mail, was die Dosen waren. Übersicht in Lancet, eines ist wieder mal Psoriasis, und das ist ein wichtiges Krankheitsbild für alle Fächer. Ich wollte nochmal auf diese Fingernägel hier aufmerksam machen. Und die Mechanismen sind wieder dargestellt, und die Mediatoren und IL-17 haben wir ja schon besprochen, diese TH17-Zellen, die sich hier befinden, und die Behandlungsmöglichkeiten und was die Wahrscheinlichkeit ist für Remission. Fumarinsäure gibt es in Deutschland, aber scheint so gut zu sein wie Etanercept. War ja auch interessant. Und was für Internisten wichtig ist, ist, diese Patienten sind häufig Diabetiker und haben häufiger Hochdruck und sind häufiger übergewichtig und haben Dyslipidämie und ein erhöhtes Herz-Kreislauf-Risiko. Zweite Übersicht war über Middle East Respiratory Syndrome. Und wenn Sie jetzt nach Saudi-Arabien reisen, wird dies vielleicht Sie beschäftigen. Und das ist ein SARS-ähnliche Krankheit, das ist ein Coronavirus, und im Prinzip die Krankheitsbild ähnlich wie schwere Influenza haben wir hier schon diskutiert, und wird auch innerhalb Familien verbreitet. Medizinisches Personal hat ein hohes Risiko, die diese Patienten dann behandelt, und wie diese Viren sich vermehren, ein bisschen über deren Struktur, ist hier aufgegeben, und im Prinzip ist es eine Kamelseuche. Und wenn man mit Kamelen in Kontakt kommt, kann man sich ja damit
beschäftigt. Dann war dieser Fall im Lancet, hat mich interessiert, ich weiß nicht, ob Sie das sehen können. Dies sind ziemlich komisch aussehende Pickel an diesem Kinn. Und die Entzündungsveränderungen sind eigentlich ziemlich begrenzt. Sie sehen aus wie Warzen. Wenn man die Dinger genau anguckt, haben die eine kleine Delle in der Mitte von diesem Struktur. Und das ist das Molluscum contagiosum. Und die sind ziemlich häufig bei Kleinkindern und kann man eigentlich ignorieren. Aber wenn sie so verbreitet sind, dann weist das wahrscheinlich auf einen Immundefekt. Und hier sehen die, hier ist ein bisschen vergrößert und Sie sehen, sieht aus wie eine Warze, aber hat nicht diese Papillomveränderungen. Man sieht diese Delle in der Mitte. Und das ist ein ziemlich häufiges Krankheitsbild. Ich kenne es aus der Pädiatrie. Und dieses Kind hatte eine Mutation in DOC8. Und DOC8 ist ein Vermittlungsprotein. Und wenn das mutiert ist, dann haben diese armen Patienten allgemeine Immunschwäche. Und dann kriegen sie dieses. Letztes Thema. Und ich glaube, zuerst wollte ich dieses gar nicht darstellen. Aber es geht im Prinzip um Thrombo CMA. Bitte? Thrombotische Mikroangiopathie. Genau. Und darum wollte ich es vorstellen. Wir kennen diesen Ablauf. Wir brauchen Vitamin B12, so dass wir Homocystein zu Methionin verstoffwechseln können. Und das ist notwendig, so dass wir diese Methylreste einbauen können, um Nukleinsäuren zu bilden. Und dann auf der anderen Seite ist der Folensäurezyklus und der ist auch ganz wichtig in diesem Ablauf. Und ich habe mir eigentlich wenig Gedanken gemacht über Vitamin B12. Ich wusste dann, okay, das wird absorbiert im Gastrointestinaltrakt, da brauchen wir intrinsischen Faktor und das wird dann im distalen Ileum absorbiert und Vitamin B12 ist halt Vitamin B12. Dem ist nicht so. Dieses Cyanocobalamin wird absorbiert und das wird dann an einen Rezeptor gebunden und innerhalb Zellen erst umgewandelt in eine Form von Vitamin B12, die dann wirklich funktioniert. Und dazu sind unterschiedliche Enzyme notwendig und eines ist dieses schreckliche Zeug, Methylmalonsäure und Homocystein Typ C Protein Gen. Und das ist ein Enzym, das notwendig ist, um dieses CN-Cobalamin zu reduzieren zu diesem Stoff. Und der Ablauf ist so, dieses absorbierte Vitamin B12 kommt dann in diesen Rezeptor und wird dann durch dieses Enzym und das Nachbarenzym umgewandelt in eine Form von Cobalamin, die dann der Methionin-Synthase ermöglicht, Homocystein in Methionin umzuwandeln. Und dieses Enzym, von dem ich noch nie im Leben gehört habe, ist mittlerweile bei pädiatrischen Genetikern bekannt und 40 Mutationen sind darin beschrieben. Und wenn das nicht richtig funktioniert, dann kriegen diese Leute ein Krankheitsbild. Und die Geschichte geht so, im Lancet, dieser 18-jährige junger Mann kommt rein und der war so ein bisschen behindert und man dachte, es wäre psychisch bedingt, weil sein Bruder gestorben ist, als er 3 Jahre alt war und war alles ein bisschen unklar. Er kommt aber rein mit einem erhöhten Blutdruck und hat Hämaturie und Proteinurie und eingeschränkte Nierenfunktion. Und er hat eine hämolytische Anämie und Thrombozytopenie und Nierenversagen und hat auch ein nephrotisches Syndrom mit Hämaturie. Und der wird dann diagnostiziert als thrombotische Mikroangiopathie. Dann hat man seinen Bruder mal aufgegraben und hat den mal ein bisschen, der ist zur Autopsie gegangen und der hatte ein komisches Krankheitsbild, das auf eine Mutation in diesem Gen, das für die Verstoffwechselung von Vitamin B12 verantwortlich ist.
Und so ein ARAMS 13 war normal und so Shigatoxin war auch nicht dafür verantwortlich und seine Komplementverläufe waren auch okay. So hat man den durch, hier sind seine Laborwerte und der ist schon ziemlich anämisch und Plättchen sind niedrig und diese Komplementbestandteile sind alle okay und ARAMS 13 war auch okay und dann sein Vitamin B12 Level ist ja nicht niedrig, aber sein Homocysteinspiegel ist erheblich erhöht und das führt wahrscheinlich zu dieser Endothelschädigung und der Mikroangiopathie. So hat man den durchsequenziert und der hat tatsächlich eine Mutation in diesem Gen und nachträglich hat sein Bruder das auch und die Autoren wollen darauf aufmerksam machen, dass wenn man nichts findet, dass man vielleicht, könnte mal einfallen, vielleicht könnte es sowas sein und Homocystein zu messen ist ja eine Banalität und Vitamin B12 kann man auch messen. Diese Leute kann man dann effektiv behandeln, viel billiger als dieses diesen Antikörper, die ihr so gerne verabreicht und das war das dazu. Von diesem Krankheitsbild hatte ich noch nie gehört, aber eine andere Folge von Mutationen hier sind Methylmalonsäure Ausscheidung in Methylmalonacidurie im Urin. Das ist in der Pädiatrie auch bekannt und dies ist der Grund dafür. Also es ist alles ziemlich kompliziert. Herzlichen Dank, dass Sie mir so geduldig zugehört haben.